Gut, wir sind zeitlich ein bisschen unterbrochen, es ist schon halb. Die Registration sollte eigentlich geschlossen sein, wir haben es auch schon für alle weg. Dann können wir eigentlich loslegen. Ich möchte euch nur noch hinweisen, das ist der Ablaufplan. Der hängt oben an allen Flächen, beziehungsweise an allen Aushängen, wo oben steht. Semikontakt, Leichtkontakt, Kickleit, die ganzen Kategorien, hängt dieser Plan. Dieser Plan ist aber mit Vorsicht zu genießen. Die Zeiten, wo da oben stehen, sind nicht auf die Minute genau. Der Faktor Mensch muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Kann mal sein, dass jemand verletzt ist oder ein Camper länger warten muss. Darum immer plus minus eine Stunde. So, wir fangen auf Kampffläche 1. Ist hinter euch. Kampffläche 1 ist Ramses Hochkontakt in Q13 Freundfallklasse. Also alle Kinder, die geballte Energie der Kinder auf Fläche 1. Ausgenommen die Leichtkontaktkinder. Dies ist aus überschneidungstechnischen Gründen auf der Kampffläche 4. Auf Kampffläche 2 haben wir hier die ganzen Semikontaktklassen. Und wir fangen mit den schweren älteren Jungs als erstes an und kämpfen dann runter. Wieder aus Überschneidungsgründen. Wir haben heute knapp 400 Leute hier, die kämpfen. Und wir müssen auf 5 Kampflängen ein System generieren, dass es wenig Überschneidungen gibt. Auf Kampflänge 3, das ist der Ring. Kampflänge 3 ist der Ring. Haben wir die ganzen Ringsport und die Leichtkontakt Erwachsenen. Sprechen laut genug. Gut, also alles, was im Ring ist, ist Leichtkontakt der Erwachsene, dann die Vollkontaktdiszipline, die Kegon-Diszipline und das MMA-Light bzw. das Hyperbolic-Striking. Zwei ist nur 10. Dann sind wir auf Kampffläche 4, hinten, Leichtkontakt, wir beginnen da mit den Teamfights im Freundfight. Alle Teamfights im Freundfight sind als erstes auf der Fläche 4. Dann die Leichtkontaktklasse und am Schluss Kickleit und Grand Champion. Auf Matte 5. Beginnen wir mit zwei Formendisziplinen, Korean Style, dann gehen wir aufs Kugelte, über die Selbstgefallen und dann kommen alle Klassen im Formenbereich. Okay. Hat jemand Fragen zu diesem Plan noch? Ja, wie gesagt, wir hängen oben genau in dieser Form. Möchtest du es machen? So, Kampfzeiten. Kampfzeiten auf der Rumble-Fläche. Welcome back to Rumble. Einmal eine Minute. Eine Kinder und 13 Kinder. Freundfight, um 13 und 16 Uhr 18. Eine Minute, zwei. Eine Runde, zwei Minuten. Finale auf eine Runde, zwei Minuten. Freundfight Erwachsene. Vorrunde einmal zwei Minuten, Finale zweimal zwei Minuten. Leichtkontakt U13 bis U18. Vorrunde einmal zwei Minuten, Finale zweimal zwei Minuten. Leichtkontakt Erwachsene, Vorrunde zweimal zwei Minuten, Finale zweimal zwei Minuten. Kurkontakt Team Horn dasselbe, zweimal zwei Vorrunde, Finale zweimal zwei. Ich leite alle Klassen, Junior oder Erwachsene. Einmal zwei Minuten Vorrunde, zweimal zwei Minuten Finale.
Punkte. Einmal 2 Minuten Vorausscheiden, einmal 3 Minuten Finale. Vormals eine Zeitverteidigungsdiszipline, haben eine Zeitschiene von 2 bis 3 Minuten. Gibt es noch Fragen zu den Zeiten? Keine. Gut. Aufgepasst. Die Kampfrichter sind eingehalten, das Regelwerk wird nicht einzuhalten. Es gibt keinen Vollkontakt im Leitkontakt. Sagt es euren Leuten, dass sie sich daran halten. Wenn jemand im Rennsport auf Vollkontakt machen will, dann hat er sich in der Vollkontaktdisziplin anzumelden und nicht in der Leitkontaktdisziplin. Das ahnen wir wirklich. Neunfrei. Internationale Dimension, keine übertriebene Härte, solide Kontakt, ja, keine übertriebene Härte. Bei den U18, U16, U13 speziell wird die Härte ganz genau geprüft. Wir wollen hier keine zu harten Kontakte. Okay? Ja. Richtig, die Kantenlänge sind 6x6 Meter. Das heißt nicht, dass ich das Ende der Kampfdecke, sondern das. Okay? Rote Schnur, Vorsicht, die geht schon raus. Okay? Rote Schnur der Hinweis. Achtung, kommt an den Rand. Okay? Gut, die Punktevergabe im Vollfall, glaube ich, allen klar. Gibt es eine Frage dazu? Für die Punkteverteilung. Wenn er mit einem Fuß draußen ist, ein Fuß draußen, bin ich jetzt draußen oder nicht? Nein, bin noch drin, aber jetzt bin ich draußen. Mit den Händen kann ich punkten. Er kann aber punkten. Okay. Wird jemand hinausgestoßen, ist kein Exit, sondern Push. Noch eine Frage. Ohne Fuß. Sprung in der Fuß zum Körper, 2. Fuß zum Kopf, 2. Alles andere, 1 Minute. Achtung, Fußfeger. Fußfeger. Keine Nachfolgetechnik notwendig. Punkt. Okay? Der Fußfeger zählt schon, wenn der andere ersichtlich aus dem Gleichgewicht kommt. Ersichtlich aus dem Gleichgewicht. Okay? Fußfeger nur am Fußschutz ansetzen. Gehen wir zu oben rein. Gibt es Semikontakt noch Fragen? Schutzausrüstung bitte sollte klar sein. Ja? Im Frontfighting sind Kampfschuhe erlaubt, nicht im Leichtgewicht. Frontfight ja, Leichtgewicht nein. Aus Verletzungsgründen. Schutzausrüstung bitte nicht diskutieren, ist es notwendig, einen Tiefschutz zu haben oder nicht. Jeder von euch hat schon irgendwas oder irgendwann einmal schlagen diese Geld bekommen und weiß, wie angenehm ist. Also, Tiefschutz obligatorisch. Der Kampfrichter darf euch nicht anpassen, aber er fragt das nicht. Tiefschutz ja oder nein? Ich hoffe nicht, dass jemand lügt. Sonst eine Frage? Gut, dann gehen wir zum Leichtkontakt. Im Leichtkontakt. Achtung, Semikontakt. Open Hands? Ja. Geschlossene Handschuhe? Ja. Ich schade dem Gegner nicht, wenn ich geschlossene Handschuhe anhabe. Ich schade mir selber, wenn ich sie nicht öffnen kann. Warum soll ich sie verbieten? Kopfschützer müssen oben geschlossen sein. Keine Kopfschützer. Generell die Füße. Die Füße auf den Kopf stellen. Nicht nur die Hände. Leichtkontakt. Beim Leichtkontakt sind Hinterkopfschläge verboten. Beine Hinterkopfschläge. Und die Beine wegfließt. Okay? Im Leichtkontakt. Ansonsten, wie Semikontakt, nur hier darf ich keine Open Hands haben, wegen dem Daumen. Okay? Leichtkontakt im Arschbereich, keine Open Hands, geschlossene Handschuhe.
gleichen Satz gibt es. Aus Konditionsschwäche. Aber nicht aufgrund zu haben Schaden. Gut, dann gehen wir in den Ringsport. Kurz und klar. Keine Low-Pizza laufen. Achtung, wechseln wir wieder mit Low-Pizza. Keine nicht erlaubt. Okay. Passt im Kurzkontakt bei uns erlaubt, ist im Unterschied zu welcher Hose. Sind sogenannte Spinning Backfits. Der ist erlaubt im Kurzkontakt. Genauso im K1. Okay. Kurzkontakt, lange Hose. Gut ausrichten, die wir haben. Duschen, Kniebeinschutz, Liebschutz, Zahnschutz, Zellenzahnschutz. Auch Jochbeinschutz ist bei uns erlaubt. Schade nicht den Gegner, schade mir selber, wenn ich nichts sehe. Richtig oben geschlossen. Fragen? Okay, one. Achtung, Stop Kick. Stop Kick, okay, one. Ist erlaubt, okay, one. Unterschenken, Low Kick? Nein. Alle Techniken, die eine andere Körperstelle, wie die Füße den Boden berühren lassen, sind verboten, ja? Im reinen Kickbox, nicht im Grappling Strap. Also nicht abstützen oder den Drehter fähiger machen. Verboten. Fragen zu K1? Break. Ja. By Break. Signalisiert der Kampfrichter nur. Stopp, Untergrund. Einen Schritt zurück und bitte einen richtigen Schritt. Das ist kein Schritt. Außer man ist ein Zwerg. Dann einen richtigen Schritt zurück und dann normal weiterkämpfen. Aber fair wird. Mit unten zurück, gleich im Haken. Zurück und dann weiterkämpfen. Halten. Halten, clinchen. Ist im K1 3 bis maximal 5 Sekunden erlaubt. 3 bis 5 Sekunden erlaubt, eine Technik. Clinchen, Spann, eine Technik, loslassen, erlaubt. Okay? Würfel, nicht erlaubt. Kannst du eine Frage? Nein, gut. Fragen mehr? Gut, dann gehen wir jetzt in die Disziplin Rapid Strike. Gerold? George! Gerold! Ja, Gerold! Ja. Gut, egal, Mike. So, Rapid Strike. Die ist nicht so beschrieben, die können. Stellen, dann kommen wir ein bisschen näher. Warte nur kurz, wann beginnen wir, damit wir die anderen... Sehr gut.